Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Mein Name ist Yami Tobisan und ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Aufnahme auf diesem Kanal. Wir haben Sonntagabend. Wir steigen auf Pebbles und reiten gegen Ushiz. Ciao, Hauptmann. Wir nehmen direkt wieder die Spur auf. Des hinkenden Mannes aus Ushiz. Guten Tag, Herr. Sich. Auf ein Wort, bitte. Ja, guten Tag. Was ist denn? Ich möchte dich zum Duell fordern, Herr. Ein kleiner, einvernehmlicher Kampf. Warum sollte ich mit dir kämpfen? Ad honorem, Freund. Für die Ehre, für den Nervenkitzel. Unter diesem Gesichtspunkt... Also, kreuzen wir die Klingen? Klingt interessant, aber worum kämpfen wir? Ah, so ist die Ritterlichkeit dir nicht Versuchung genug? Nein, mein Herr, mich locken eher glitzernde Köder. Verstehe, nun, warum nicht? Machen wir das Ganze interessanter. Pass auf, beim Würfeln habe ich einen feinen Harnisch, ein Pferd und ein Schwert gewonnen. Gaul und Klinge brauche ich. Aber die Rüstung passt mir nicht. Ich setze sie gegen einen vernünftigen Gegenwert an Groschen. Gut, warum nicht? Freut mich, das zu hören. Beginnen wir! Boah. Boah, Alter. Du weißt, wie das endet. Gerade nicht. Boah, Alter. Scheißdreck! Könntest du das lassen? Oh, yeah. Lass das. Ah!
Keine gute Idee. Macht dem so gut wie keinen Schaden. Gott verdammt! Schulden sind Ehrenschulden. Los! Ich will dein Zeug. Das dauert was länger. Kann ich den überhaupt? Mache ich den überhaupt Schaden? Du willst weg? Ja. Nein. Wir haben dem keinen Schaden gemacht. Nee. Vor allem ist anscheinend unser Schwert nicht.
nicht so gut gewählt. Wäre es uns erstmal. Wir müssen das ja jetzt noch nicht machen. Ich möchte mich erstmal ein bisschen skillen. Weil das Parieren, das perfekte Parieren, also diesen das Blocken und da dann direkt einen Gegenschlag durchführen, das ist so wichtig. Zeug verkaufen, muss ein bisschen Ratay. Auf jeden Fall ein bisschen Zeug verkaufen, ich muss meine Wunden ein bisschen lecken. Schwertschmied. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit Amen. Ich möchte ein bisschen was verkaufen. Und zwar das und das.
Warenkorb prüfen. Falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Weil du es bist. Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Endlich eine vernünftige Summe. Sehr gut. Hey, bleib stehen. Zeig mir, was du bei dir trägst. Alles Gute. Bleib stehen. Ich muss dich... Was? So lautet mein Befehl. Dann durchsuch mich. Wenn's sein muss. Willst du mich verscheißern? Übergib mir sofort alle gestohlenen Sachen. Ich behalte dich im Auge. Jetzt darfst du hinein. Hä? Was für gestohlene Sachen, mein Freund. Reparatur. Falsch. Besprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Einverstanden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ja, das sollte passen. Ah, Nachtigall. Brot! Brot! Semmeln und Brezeln! Guten Tag, Herr Rüstmeister. Gott sei mit dir. Ich möchte ein bisschen was verkaufen. Und zwar... Das. Lässt sich was am Preis machen? Ja. Weil du es bist. Na dran. Geh noch ein bisschen runter. Okay. Und Hand drauf. Machen wir. Mit der Summe kann ich leben. Falschen.